Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kilgore Street Magic. Den Trick, den ihr eben gerade gesehen habt, den werde ich euch heute Schritt für Schritt erklären. Den Trick könnt ihr nicht nur mit Schwammbällen vorführen, sondern auch mit ganz, ganz vielen kleinen Gegenständen. Ich nehme dazu zum Beispiel gerne Servietten oder Taschentücher, damit geht das sehr, sehr gut. Wenn ihr sowas nicht haben solltet, gehen auch ganz, ganz viele andere kleine Gegenstände. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Tutorial. Bis gleich. So, jetzt zum Tutorial. Also der ist relativ leicht. Ich mache hier mal ein bisschen glatt. So. Ja, ist relativ einfach. Und zwar sieht das Ganze so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, da ist der Ball rüber gewandert. Und das ist relativ leicht. Ihr nehmt die eine Hand. Eins auf den Ball. Mit der Handfläche nach unten. Zwei. Auch mit der Handfläche nach unten. Das kriegt ihr hin. Eins, zwei. Dann dreht ihr das Ganze um. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt das Geheimnis. Fünf. Sechs. Hier ist aber gar kein Ball, sondern der ist hier. Das ist sozusagen jetzt euer Geheimnis. Hier nehmt ihr den Ball, macht die Hand so davor, packt dann den Ball hier scheinbar rein. In Wirklichkeit zieht ihr ihn aber wieder mit raus. Das Ganze sieht so aus, so raufpacken, die Hand schließen und wieder herausziehen. So sieht das Ganze aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon haben wir hier den Ball. So, weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier habt ihr den Ball. 7. Nehmt ihr mit dem, wo ihr den anderen Ball habt, nehmt ihr den anderen Ball. So. Hier rein. Das ist wichtig. Passt auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier habt ihr es drin. 9. Ist beide Hände umdrehen. Und 10 ist dann das Teleportieren sozusagen. Okay, ich zeige den ganzen Trick noch einmal. Schritt für Schritt. 1, 2, 3, 4. Ball nehmen, da rein. Rausziehen, aber nur scheinbar. Dann, da wo der Schwammball ist, hier den Ball nehmen. Jetzt habt ihr hier zwei und da nichts. Dann beide Hände umdrehen und dann vorzeigen. Das ist der ganze Trick. Und ja, relativ leicht. Wie schon gesagt, ihr könnt es mit Taschentüchern vorführen oder mit kleineren Gegenständen. Ich werde hier nochmal zwei Steine nehmen, um euch das Ganze zu demonstrieren, dass man es auch mit kleineren Gegenständen machen kann. Hier sind die beiden Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hat man zwar gehört, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So hat man zum Beispiel nicht gehört. 9, 10. So könnt ihr das gut vorzeigen. Wenn ihr mit Gegenständen arbeiten, die man hört. Habt hier in den drei Fingern den Gegenstand, hebt mit dem zwei Fingern den Gegenstand auf und packt ihn in diese zwei Finger. So sieht das Ganze aus, der Mittelfinger ist hier sozusagen zwischen, dass sie nicht aneinander fallen. So, mehr gibt es da auch nicht zu sagen und ja, sehen wir uns gleich. Ja, das war's eigentlich schon zu dem Trick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Kleine Ansage, und zwar der Trick mit der Milch in der Zeitung. Der wird ein kleines bisschen später kommen, weil ich dann noch einiges vorbereiten muss. Ja, aber regelmäßig kommen auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit die Videos. Ich sag's nochmal, am Dienstag oder am Mittwoch kommen die Videos. Das habe ich ja schon mal im Infovideo gesagt. Nur, dass ihr diese Tage euch einprägt, Dienstag und Mittwoch. Ja, gut, das war's zu dem Trick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einer Bewertung nach oben. Wenn nicht, dann schreibt mir doch in die Kommentare, warum euch das Ganze nicht gefallen hat.
dann kann ich auf jeden Fall das in den nächsten Videos besser machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und das war's mit Kilgore Street Magic. Bis zum nächsten Video. Ciao.